Meine Farmer, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Runde. Und ich muss sagen, mittlerweile, das Spiel, das rockt, das fesselt mich, das packt mich, das macht richtig Spaß, wirklich. Ich bin hier jeden Tag morgens, direkt nach dem Aufstehen davor, abends, das ist fast das Letzte, was ich mache. Nochmal kurz abernten die Felder. Und genauso mache ich es jetzt auch. Ich sehe gerade, hier ist wieder alles fertig. Schon wieder auch hier mega am Suchten. Wenn euch auch so geht, mal einen Daumen nach oben. Schauen wir mal eben, was können wir noch gebrauchen? Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein paar von diesen leckeren Kürbissen. Ansonsten, wie sieht's aus auf meiner Farm? Hier unten habe ich ja in der letzten Folge euch meinen kleinen Goldtrick gezeigt. Mir ist allerdings jetzt noch eine andere Idee gekommen, muss ich sagen. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach hier so eine Torte nehme? Vielleicht ist sie sogar mehr wert als so eine Schaufel. Ich weiß allerdings nicht, ob jeder so eine Torte haben will oder ob ich sie zum Maximalpreis verkaufen möchte. Könnt ihr mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Und was ich auch noch vergessen habe, ist, die Schaufel, die Axt, oder die Axt glaube ich nicht, aber die Schaufel kann man später für die Mine benutzen. Wusste ich nicht an der Stelle. Ich dachte immer, die sind nur zum Ausschaufeln, aber gut, man lernt ja nie aus. Ich habe auch noch das Gebäude für euch, ja, und natürlich hier, die Mine die muss repariert werden. Hier steht es übrigens auch, TNT-Fässer, Schaufeln, da kann ich Sachen mit zu Tage fördern. Wertvolle Erze und Diamanten, bin sehr gespannt. Ich habe fast alles, kann ich nicht noch eben, muss ich noch was verkaufen hier mal eben. Wie ihr seht, ich habe Nägel, ich habe 8 und 28 Schrauben. Keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber ich will sie nicht verkaufen, weil irgendwann ärgere ich mich, dass ich sie verkauft habe. Und dann hänge ich da wieder und da brauche ich Schrauben. Nee, 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 nee. Ich schnück noch mal ein paar Burgerchen hier rein. Ansonsten habe ich auch nicht viel von den Sachen. Ich glaube, ich muss einfach mal ein bisschen was verkaufen. Beziehungsweise hier über, genau, hier rüber. Das sieht mir noch gut aus. Gibt zwar nur 200. Ansonsten, oh hier, die Schweine wieder fett am Rumschmollen hier. Und ein Klebeband. Das kann ich natürlich immer gut gebrauchen. Ich glaube, Klebeband brauchte ich auch. Schauen wir mal eben in meine Kapazität erhöhen. Ja, Klebebänder brauche ich noch. Und hier brauchte ich noch Holzschindel und Nägel. Ich brauche immer Nägel, immer Nägel, 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 Nägel. Hier mittlerweile auch schon wieder einiges abgefarmt. Kirschbalme, auch danke für alle Leute, die mich regelmäßig besuchen kommen und jederzeit meine Sachen hier gießen. Echt top Ass rein, läuft super, freut mich total. Ich komme euch natürlich auch jederzeit gerne besuchen. Und mein Schiff, ja, da habe ich schon die ersten Ladungen verfrachtet, mir schon den einen oder anderen Gutschein einkassiert, genauso wie Erfahrung, top, ey, 258 Erfahrung. Wenn ich mal ein Feld abernte hier unten, da gibt ihr euch nur zwei Erfahrungen. Also das ist ja Ass rein und hier die guten Cowboy Chaps aus Wolle müsste ich gleich auch fertig haben. Schauen wir mal, wo sind denn da? Ein Chap ist schon fertig. Der zweite in 27 Minuten. Ach, ich glaube, ich kürze den einfach mal gleich ab. Die Diamanten, die gönne ich mir doch einfach mal. Und nimmt dann noch den Bonus der Zeit auch noch mit. Das ist ja natürlich auch eine Top-Sache, das einfach nochmal mitzunehmen. Das mache ich doch. Die zwei, die gehen wir mal aus. Lassen wir mal das Schiff hier ablegen. Rein in den Kasten. 258 und jetzt noch 14 habe ich jetzt Zeitbonus. Ja, 12 nochmal extra bekommen. Ich weiß allerdings nicht genau, wofür diese Steuerräder sind. Da noch einen Gutschein bekommen. Ich glaube, das dreht sich hier nur um so eine Rangliste. Wie ihr seht, von meinen Freunden erst Louis hat, oh, da schon aber einige Schiffe schon beladen. Ansonsten die anderen Freunde, die ich bis jetzt gesammelt habe, noch nicht dabei, Schiffe zu beladen. Aber wie gesagt, addet mich gerne. Bin auf Facebook. Könnt mich da natürlich jederzeit adden. Und hier sind die Sachen schon verkauft worden. 360. Ja, jetzt reicht das Geld auch. Jetzt reicht das Geld auch. Reparatur beginnen. Ja, sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht, dass wir das Ganze natürlich erstmal reparieren müssen, obwohl der Eingang natürlich schon da ist. Ne? Naja, gut. Das soll dann so sein. Ich habe noch ein neues Gebäude, was ich auf jeden Fall gleich aufdecken möchte. Kurz nochmal schauen. Oh Mann, die ganzen Gebäude. Hier steht schon alles wieder still. Mach mal hier Hühnchen. Hühnchenfutter. Schön Bio, bitte. Ne? Was anderes kommt ja nicht ins Haus hier. Nee, Quatsch. Aber Hauptsache nicht jeden manipuliert, sagen wir mal so. Hier, braucht auf jeden Fall Kuhfutter. Ja, ihr könnt mal eure Erfahrungen so dazu schreiben. Ich werde jetzt erstmal wieder die Schaufeln nehmen, denke ich mal. Weil die gehen einfach rucki zucki weg. Ja, kaum reingestellt, sind die verkauft.
Wieso habe ich hier eigentlich gerade nicht weitergemacht? Jetzt ziehe ich das Ganze nochmal eben hier lang. Die kann ich noch nicht. Da ist noch alles im Bau. Die haben auch wieder Hunger ohne Ende. Ja, mache ich doch einfach mein neues Gebäude mal auf. Zack. Bisschen zoomen. Tada. Jawohl. Einen schönen Tortenofen. Boah, da gibt es aber einige Torten. Was haben wir hier? Beerentorte, Käsetorte, Grottentorte, Sahnetorte. Ja, einmal bitte alles zu mir nach Hause. Gerne doch, nehme ich doch alles. Was kann ich denn hier? Ich kann hier eine Sahnetorte. 3 Stunden, 4 Stunden. Oh, dann machen wir erstmal hier so eine kleine Torte. Vielleicht so eine Karottentorte. Und eine Käsetorte. Und bitte hier gleich. Ah, dann machen wir die hinterher. Ich mache das immer einmal direkt weg. Die paar Diamanten, die gönne ich mir einfach. Damit ich auch hier erstmal genug in der Reihe geschaltet habe, damit ich nicht wirklich nicht jede Stunde online kommen muss. Sonst würde ich das aber tatsächlich vielleicht auch machen. Hier kann ich leider gar nichts machen. Brauche ich wieder Wolle. Und hier die Öfen. Das kann ich noch machen. Und hier, ich weiß nicht, was. Hier dieser Zucker. Den brauche ich immer. Keine Ahnung, was damit los ist. Irgendwie geht er mir immer aus. Dann mache ich das Hemd nochmal hier. Ich brauche Sachen. Ganz viele Sachen auf jeden Fall. Das. Und genau, wichtig. Ja, richtig. Schiff gucken. Okay, Soja, Popcorn und Pfannkuchen kommt in 3 Stunden. Dann du, ja, machst Popcorn, sehr gut. Und du musst jetzt unbedingt Pfannkuchen machen. Dafür brauche ich brauner Zucker. Kommt auch gleich. Und Soja, glaube ich, habe ich 25, aber da werde ich mit Sicherheit mehr gebrauchen. Mit Sicherheit. Was ich auch hier gebaut habe, glaube ich auch letztes Mal schon, diese Tigerkatze. Allerdings weiß ich nicht, was die bringt, muss ich ehrlich sagen. Also ihr könnt immer schreiben, vielleicht, wenn die irgendwie, ja, wenn ich Mäuse fängt, kann ich die kaum verkaufen, denke ich mal. Oder ob es nur Deko ist. Ich weiß nicht, bevor ich jetzt hier die Gutscheine raushaue, kann ich die vielleicht besser benutzen. Hier die Schaufeln, ja klar, direkt wieder maximale Anzahl. Und letzte Level up habe ich auch die Erweiterung, beziehungsweise die Möglichkeit, meine Farm zu erweitern bekommen. Und hier fehlt mir noch ein Hammerchen. Für 12, das ist aber auch ein Wucherpreis, oder? Das ist so ein kleines Fältchen hier. Für die brauche ich gleich wieder mehr, ist ja klar. Vielleicht finde ich mal eben schnell hier was in der Zeitung. Ne? Ich habe ja gesehen, letztes Mal hatte ich ja verdammtes Glück gehabt. Ich habe ja eigentlich immer gutes Glück, wenn ich aufnehme. Bitte, 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 bitte. Pulli. Heute leider nicht. Leider nicht. Gucken wir mal eben bei dem Greg noch rein. Greg, ich weiß übrigens immer noch nicht, wie man es ausspricht. Ich nenne ihn jetzt Greg einfach. Der Greg hat nichts für mich. Alte Sau. Kauf mir was. ja, ich komme euch auch gerne mal besuchen. Und zwar hat mich hier der Marco mal gebeten, auch neu angefangen. Ihn auch hier in der Kiste. Boah, next. Sauber. Da komme ich euch natürlich gerne besuchen. Ja, aber ob ich ihn nicht mal besuchen kann, natürlich, schauen wir mal eben, auch frisch dabei, hatte mittlerweile seinen zweiten Hühnerstall, die Bäume hier schön in Reihe aufgestellt, hat die auch einiges an Platz schon gemacht, das würde er schon mal lassen, oben die Produktionsgebäude aufgereiht, ich denke mal, hier kannst du einiges abernten, aber wenn du so weitermachst, kann das doch was werden hier, sieht doch gut aus. Dekomaterial bekommt man natürlich auch erst später, also da nehme ich natürlich, hier hat er noch schon die eine oder Pflanze. Hier oben hat er eine schöne Lampe gebaut. Ein Vogelhäuschen hat er hier. Also läuft. Ich kann natürlich auch nicht so viel zum Fortschritt sagen. Level 16 an der Stelle. Nicht ganz so weit wie ich, aber es geht ja auch recht schnell. Ihr seht ja selber, ich spiele das Spiel ja noch gar nicht so lange. Und bin schon, muss sagen, doch schon, ich denke mal, fix zu fahren gekommen auf jeden Fall. Aber ich, wie gesagt, hier suchte auch extrem. Also das zum einen. Hier können wir noch. Da muss natürlich immer wieder aufpassen, dass man jetzt nichts verkauft, was man hier braucht. Das ist mir nämlich beim letzten Mal fast passiert. Und schade, dass hier nicht steht, wie viel hiervon gebraucht wird. Eine Ernte 20. Na, Ernte in 20 Minuten. Ach, das steht da. Okay, Ernte in 20 Minuten. Am Grill produzieren, okay. Und im Popcorn-Topf. Ja, okay. Nee, ist klar. Weiß ich. Danke. Ansonsten, ihr seht, es geht vorwärts. Ich bin sehr gespannt hier oben auf die Mine. Und ich würde sagen, wieder danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, meine Farmer. Macht's gut, Leute. Ciao.